Ihre Körperwahrnehmung ist gestört. Sie kann ihren Körper nicht richtig einschätzen. Damit sie ein realistisches Körpergefühl bekommt, trägt sie einen Neoprenanzug. Der eng anliegende Stoff ist wie eine zweite Haut. Sie trägt ihn nachts und teilweise tagsüber. Ich spüre eben diesen Druck an der Haut anliegen und spüre dadurch meine Grenzen, wo ich wirklich ende. Und dieser Neoprenanzug hilft mir vor allem dabei, mich selbst wirklich so wahrzunehmen, wie ich tatsächlich bin. Der hilft mir, wieder zurück in die Realität zu finden und wirklich das bewusst wahrzunehmen, was ich wirklich bin und nicht ein Konstrukt meiner Gedanken oder eben auch meiner Erkrankung. Seit etwa 8 Jahren leidet sie unter Anorexia nervosa. Die Erkrankung entwickelte sich schleichend. Sie aß immer weniger. Ein Prozess, den sie gar nicht realisierte. Aber ihre Eltern. Schließlich bekam sie die Diagnose. Ich wollte auf keinen Fall eine Essstörung haben und war total überfordert mit der ganzen Situation und hatte auch ganze Angst davor, eine psychische Erkrankung zu haben. Und innerlich habe ich das gespürt, dass es sehr schwer wird. Erst vor kurzem ist Luisa in ihre eigenen 4 Wände gezogen. Hier versucht sie, selbstständig zu werden und sich darüber klar zu werden, was genau zu ihrer Erkrankung geführt hat. Also ich war so, dass ich immer perfekt sein wollte und perfekte Leistungen erbringen wollte und selten mit mir zufrieden war. Und ich glaube, dass meine Eigendisziplin und mein Perfektionismus immer stärker wurde, weil ich mich sicherer fühlen wollte und das Gefühl hatte, dadurch Kontrolle zu bekommen, die ich in meinem Ablösungsprozess und auch in dem Prozess vom Kind zum Erwachsenenwerden Angst hatte, dass ich den verliere. In Isa arbeiten einige Nervenzellen in der rechten Gehirnregion nicht so, wie sie sollen. Das hat bei ihr zu einer Körperschemastörung geführt. Das heißt, sie hat ein falsches Abbild ihres Körpers abgespeichert. Sie erlebt ihren Körper anders, als er tatsächlich ist. Zum Beispiel schätzt sie ihre Taille viel größer ein. Also in dem Bereich würde ich sagen, vielleicht sogar teilweise noch größer. Ich erinnere mich, dass es noch viel größer der Unterschied mal war. Und doch ist es noch so, dass wir von einer Körperschemastörung ausgehen müssen. Diese Störung erforscht der Psychologe Martin Grunwald in seinem Labor in Leipzig. Er hat den Therapieansatz mit den Taucheranzügen entwickelt. Die Idee dahinter ist, dass sozusagen durch den engen Neoprenanzug, den wir verwendet haben, quasi auf der Haut eine permanente Reizung stattfindet, die dann dem Gehirn helfen soll, die wahren, wirklichen Körpergrenzen besser zu verarbeiten, sodass das Körperschema dann letztendlich auch der Wirklichkeit und der Realität entspricht.